Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Snackity und von Rebus, dem Shuttle-Service an Ihrer Rennstrecke. Willkommen auf einer Runde hier in Malaysia. Zu viel mehr Lauf unseres, unserer F1-Liga Onward im 2013er Rennen hier im Red Bull von Send. Und auf geht's, Startziel gerade richtig lange gerade, also da werden wir hoffentlich viele Überholungen übersehen dürfen. Kurve 1, 100 Meter circa bremsen. Ja, die Kurve macht sofort zu und dann kommt schon hinter die nächste. Also da ist es schon Vorteilhafter. Ja, Kurve 2 hier dann retire. Kurve 1 außen. Und Kurve 2 dann halt eben in. Ja, Kurve 3 ist eine lange gezwungene Kurve. Dann geht es Sektor 1 auch schon zu Ende. Kurve 4 hier in der 90 Grad Kurve. Da können sie im Rennen krachen, vor allem auch am Start. Das ist wichtig. Ja, und dann geht es auf eben easy 4G-Kurven. Kurve 5, 6. Hier wirklich volles vierfache Körpergewicht. Ja, dann geht es weiter Kurve 7 und 8. Das sind fast zwei gleiche Kurven. Und die, ja, kann man schon über die Köpfe quasi brettern. Ja, Kurve 9 folgt dann zugleich die letzte Kurve in Sektor 2. Auch wieder knapp bei 100 Meter bremsen. Ja, und dann geht es weiter auf Kurve 10. Die ist so lang gezogen, die hat aber einen blöden Ausgang. Direkte Bremspunkt dann auch auf Kurve 11. Die hat auch wieder, da muss man auch wieder richtig den Scheidepunkt treffen, dann haben wir da den Ausgang relativ gut erwischen. So, und dann noch hier Kurve. Und hier wohl die schwierigste Kurve im Formel 1 Kalender. Wenn du die falsch triffst, dann hast du wirklich Probleme. Und dann noch die letzte DS gerade. Hier gab es ja bei der KRC eben diesen legendären Puncher von Send damals. Wie er sich dann hier zerlegt hat, das war einfach krass. Und dann noch hier die letzte Kurve, Kurve 15. Ja, die ist inzwischen etwas höher. Und das war eine Runde erstmal hier aus Malaysia. Und ich hoffe, beim Rennen morgen, zumindest nach der Pre-Race-Konferenz, eben wird es ein relativ schönes Rennen. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Snackity und von Rebus, dem Shuttle-Service an Ihrer Rennstrecke.